Hallo, einen wunderschönen guten Morgen hier bei Red Dead Redemption. Wir untersuchen mal die Blume. Was ist denn das für eine Blume? Ah, wie schön. What is it? Eine Blume im Glas. Na gut, müssen wir uns rasieren? Ich denke ja. Ich denke, wir sehen wieder aus wie der Yeti hier. Das ist ja furchtbar. Den gesamten Bart bitte. Und zwar in einer Länge von... Ja, komm, wir machen das immer drin ganz kurz. Gesamter Bart, weg damit. Ich finde, wenn man sich rasiert... Also, ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, wie das in dem Zeitalter gewesen sein muss, aber... Ich sag jetzt mal, ich könnte da heute auch nur alles oder nichts. Obwohl, das stimmt nicht. Ich habe ja ein elektrisches... Ich habe so ein elektrisches Dingen, damit könnte ich tatsächlich alles auf eine bestimmte Länge trimmen. Das ginge. Aber hier so in Zeiten der ersten Eisenbahn. Ich esse erstmal einen Eintopf, Frühstück und so. Ich habe gestern nichts gegessen. Du hast einen schicken Mantel. Good morning, Arthur. Morning. Ich kann leider nicht reden, wenn ich esse. Mit vollem Mund und so weiter tut man das ja nicht. Arthur ist eher der ungehobelte Kerl. Ah, Back, weg damit. Jetzt ist mir allerdings nicht mehr nach Kaffee, muss ich gestehen. All good, Abigail? Yeah, starting to like this place, the boy too. Good, I'm glad. Hello, Tilly. Good morning, Arthur. Good morning, Tilly. Ja, ich fange langsam an, sie alle zu kennen. Ah, you again. Morning, Mister. Morning, Mister. Dutch, wie sieht's denn bei dir so aus? Looks real heavy in Blackwater, Dutch. Posters of you and Hosea everywhere, Trelawney said. All the more reason to stay well away for now. I got no intention of going back anytime soon. Ja, wir waren ja in Blackwater und da haben wir Trelawney wieder getroffen und das war mir nachher am Ende nochmal klar. Den Typen hatten wir ja wegen der Schlägerei in Valentine nochmal getroffen. Ne? So war das. Jetzt werden wir mal mit John hier reden. John. Get on. Good. And you? Got everything we need. Good. I think we need another man. Charles? I'll go get him. Meet us at the wagon when you can. Sure. See you, Arthur. Ain't that dumb. Next time, let the wolves eat all your brain. Then you'll be a genius. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, jetzt blinkert da hinten noch was. Abigail will was von uns. Das ist ja interessant, wir haben gerade mit ihr gesprochen. Hat sich das jetzt anders überlegt? Was war das hier? Swansons Bibel. Was ist denn da los? Ach, guck dir das an. Das ist eine alte... Was ist denn das? Was macht man denn damit? Koksen? Oder wie, ach, wie hieß denn das andere nochmal? Nicht koksen. Hier, sag doch mal schnell. Ich komme gerade nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Ich könnte so sagen, Freud hat es auch gemacht. Ah, gut. Kann schon Koks sein, ich weiß es nicht. Ja, da, auf das andere komme ich gerade nicht. Ich werde es gleich mal googeln. Hi, Arthur. Come here a minute. What is it? Can I ask you a favor? Probably not. Very funny. Would you do something with Jack? He seems kind of down. All this upheaval can't have been easy on the poor kid. Why? Because I'm your... preferred nursemaid? Because he likes you, and, well, you know his father's useless. Okay. Thank you. Habt ihr diese Narbe gesehen? So, kurz mal hier ein Bild gemacht. Der hat eine Narbe am Kinn, ne?
Jetzt muss ich John absagen, weil ich erst mit dem Kind fischen muss. Aber ihr wisst schon, die Mission kommt halt jetzt. Ach, Jack heißt das Kind. Ich habe es immer mit John verwechselt. What you up to? Playing. Anything fun? I guess. You wanna come fishing with me? Fishing? Sure. You're. It's about time that you started earning your keep. Okay. Good. Let's go get your pole then. Now you do have a fishing pole, don't you? I sure do. Uncle Jose made me one. Good. Well, let's go get it then. Go catch us some fish. Yeah. Na gut, John, wir kommen, ich komme, dann später. Let's go, girl. Ah, jetzt müssen wir dem Kind halt fischen, naja gut. Komm. Wollen wir mal die Angelrute verstauen, wir erstmal hier hinten, irgendwie im Hintern vom Pferd. Ach, wie süß, guck mal. Kompendien aktualisiert. Warte mal. Shouldn't go too far from camp. Oh, okay. Geh mal da weg, da oben links. I know you was a little sick. Oh, I'm fine. So. You're a brave kid. Schickes Bildchen gemacht. Für die Thumbs. Alles für die Thumbs. Und für die Fans. Ain't much of a kid no more. Well, your mama might disagree. Her and a few other women, I guess. What do you mean? I'm just talking silly. It's been a tough few weeks up in that snow. I like the snow. Yes, but not like that. When are we going back to the other camp? The one near Blackwater? Yeah. Well, we're not. This is our spot. For now, anyway. Why? I forgot a storybook there. We left so quick. Well, I'm sure someone can get you another storybook. Really? When? Well... We'll see. So, Jack hat um ein Penny Dreadful Buch gebeten, alles klar. A fish to catch first. Right fast, Uncle Arthur. All right. Come on, faster. Du bist so schwer, Kind. You can go faster. Ja, aber das Pferd kann's nicht. Rabbits are out. All right. This looks as good a spot as any. Ja, das Pferd muss erstmal das Morgengeschäft erledigen. Down by the shore. Come on, follow me. Ja, ich habe noch nie geangelt, aber ey, ich erkläre dem Jungen jetzt, wie das geht. Gar kein Problem. I can't wait to get started. Just by the water there? You mean? Ja, hier. Guck mal, da blubbert es doch. Halte Tab gedrückt, um R am Waffenrad aufzurufen. Jagdgeruß, Tarnungskunktur. Oh, warte mal. So. Franzenflässerköder, Raubtierköder, Angelrute. Jawohl, Angelrute ist genau das, was wir brauchen. First, we need some bait. Genau, Köderrad. Wir versuchen es mit Käse. Rotköder. Zieht kleinere Fische wie Rotflossenhechte und Flussbarsche an. Kleine Fische. Ah, wir haben eh nur Käse dabei. I'm gonna use some cheese. Cheese? Smellier the better. Now, cast your line. Swing the rod back over your shoulder and bring it forward in a smooth Jetzt. Motion. Use your wrist, not your elbow. Wow, ja, richtig gut. Like that? That's it, good. All we do now, Jack, is wait for a fish to take the bait. How do I know when I've got a bite? Well, if you feel the tip of your fishing rod just twitching, don't yank it yet. Ja, genau. That just means one's nibbling. If you feel a hard tug, that's a fish going for the bait, so yank hard to hook it. I think
think you've got a bike. Look. Ja, ich sehe schon. Is it a big one? Weiß ich nicht genau. Hatte gedrückt, um Fisch einzuholen. Ich sehe den Fisch gerade nicht so genau. Drücke an den Fisch. That's when you gotta be careful. You'll break the line. Best to wear them out first before you try to reel them in. Ah, ich sag jetzt mal, Fischen ist nicht meins. Nicht in dem Spiel hier. I'm gonna try reeling them in, nice and steady. Na komm, den haben wir doch gleich. This is a great fishing spot. Don't jinx it, kid. Look, Jack, it's a smallmouth bass. It's almost as small as you. We should really throw these smaller ones back. Give them a chance to grow up a bit. Nein. Den behalten wir. Can I take a break from fishing? I want to make something. Okay. Da hast du auch einen dran. Jetzt zieh ihn ein, Junge. Oh ne, du hast nichts dran. Oh, doch ein ganz kleiner. Nee, doch nicht. I'm gonna pick some of those red flowers. I'll be right back. So, versuchen wir es nochmal. Fische, die können angelockt werden, knabbern oft erst an ihnen, bevor sie beißen. Ich kann das halt leider nicht so richtig sehen. Ne, ist nicht. Irgendwas zieht an deiner Angel. Ja, ich weiß. Ich sehe es. Ah, guck mal, der ist ja quasi direkt an Land gesprungen. This one's a chain pickerel. Not bad. Mit leckerem, zarten Fleisch. Diese gierigen Fische bevorzugen Maisköder. Wir behalten die alle. Das sagst du ja. So, wo ist der Junge jetzt? Fishing sure is boring, Uncle Arthur. Yeah, I know. Born as hell. But then, something happens. And you can get food for days. Really? If you're lucky. But until then, you just sit, wait, try not to worry. It's good for you. It's good for you? I guess. Huh. I like the look of that spot. Fische, die durch den Körper angelockt werden. Ah ja, das hatten wir schon. You gotta stick at things, Jack. I know. You've got a bite, Uncle Arthur? Ja. Well, ignore that one, Jack. That was... Fish oh. On the line. Ja, Fish on the line. Einholen. Wo ist denn das Fischchen da? Ich sehe es. Das ist wieder ein ganz kleines Fischchen. Noch ein Kettenhecht vielleicht? Ja, ich finde das auch wesentlich angenehmer hier. Einmal hier ein Kettenfetthecht. Hey, look at this. What? This necklace I made. Oh Gott. Necklace? For Mama. Sure. What a fine young man. And in such complex circumstances. Arthur, isn't it? Arthur Morgan? Who are you? Yes, Arthur Morgan. Vanderlyn's most trusted associate. You've read the files. Typical case. Orphaned street kid seduced by that maniac's silver tongue and matures into a degenerate murderer. Agent Milton? Agent Ross, Pinkerton Detective Agency, seconded to the United States government. Nice to finally meet. We know a lot about you. Do you? You're a wanted man, Mr. Morgan. There's $5,000 for your head alone. $5,000? For me? Can I turn myself in? We want Vanderlyn. Old Dutch. I haven't seen him for months. That's so. Because I heard... Guy fitting his description robbed a train belonging to Leviticus Cornwall up near Granite Pass. Oh, ain't that a little old-fashioned nowadays? Apparently not. Listen,
This is my offer, Mr. Morgan. Bring in Vanderlyn, and you have my word you won't swing. Oh, I ain't gonna swing anyways, Agent. Milton. You see, I haven't done anything wrong, aside from not playing the games to your rules. Spare me the philosophy lesson. I've already heard it from Mac Callender. Mac Callender? He was pretty shot up by the time I got to him. So really, it was more of a mercy killing. Slow, but merciful. You enjoy being a rich man's toy, do you? I enjoy society, flaws and all. You people venerate savagery, and you will die. Savagely, all of you. Oh, we're all gonna die, Agent. Some of us sooner than others. Good day, Mr. Morgan. Goodbye. Enjoy your fishing, kid, while you still can. Who are they? No one to worry about, no one at all. Come on, let's pick up your things and get home. Wow, wir haben so eine Klappfalt. It's getting late, Jack. Your mother will be worried. Let's head back. Tupperware, Angel. Ich wollte mal ganz kurz gucken. Are you taking me back? Ja, ich kann leider nichts anderes tun gerade. Schade, da hinten läuft nämlich ein Tierchen. Ich glaube, es ist ein Fuchs oder sowas. Den hätte ich gerne noch mitgenommen. Can we go now, please? Ja, ist ja gut. Okay, girl. Komm schon, Jack. Move your ass. Ja, das war Mr. Milton. Das ist ja unangenehm. Wir wollen, dass ich Dutch verrate. Das tue ich natürlich nicht. Why did you lie about where Uncle Dutch is? Because, well, because those are disagreeable men, and I don't want them to hurt him. What did they mean about Mac? Is he in jail? No, I don't think so. I hope he's just fine where he is. Like I said, don't worry about them. World is full of disagreeable men. That's why you got all of us, to protect you from folk like them. Now, how about that necklace you made? You still got it, right? Yeah, I got it. Good. Did you like fishing? It was okay, I think. It's a lot of waiting around. It is. Ja, ziemlich langweilig das mit dem Fischen. There you are. How you boys getting on? Great. We caught a fish, and I made you this necklace. Ain't that pretty? Ain't I the luckiest? Did you thank Uncle Arthur? No need. We had a good time. What's wrong? Nothing. Just met some folk. I better go speak with Dutch. Okay. Hey, you did real fine, kid. Thanks. We got a problem. What? I just met some guys out near the river. A fella named, Milton, and, I don't remember the other fella's name. Ross. Milton and Ross. And they are employees of the Pinkerton Detective Agency. And they know about the train, and they know we're here. Were you followed back here? No, they know we're near here. They want you, Dutch. They offered me my freedom in exchange, they did. Why didn't you take it? Very funny. Well, what do we do now? I say we do nothing. Just yet. They're just trying to scare us into doing something stupid. We have turned a corner. We survived them mountains. We just need to stay calm. Yeah. Ja, ich glaube, Dutch hat's drauf. Uff, uff, uff. Mission abgeschlossen. Menschenfischer. Drücke F1. Und habe ich das jetzt in Gold abgeschlossen? Nö. Schließe die Mission innerhalb von 7 Minuten 20 Sekunden ab. Fange, nachdem du am Ufer angekommen bist, innerhalb von 1 Minute 30 einen Fisch. What? Die spinnen doch die Römer. Was habe ich denn? Ich habe das doch alles. Naja, gut.
Okay, puh, das war jetzt aber übel. Wir gucken nochmal ganz kurz auf die Karte drauf. John wartet schon auf uns. Hier hinten. Das ist gut. Und hier ist Mika. Ehrlich gesagt weiß ich gerade nicht mehr genau, wie dieser Mac war. Wer war denn nochmal dieser Mac? Vielleicht sollten wir nochmal ganz kurz was machen, was vielleicht jetzt auch noch so ein bisschen in die Form... I ain't got ideas above my station. I just ain't doing that no more. We all of us have to sing for our supper, miss. Sure, singing's fine, but I'm done with that. And if you want me to leave, then that's fine too. Well, I suppose I can discuss the matter with Dutch, oder? Also ich kann irgendwie so nicht lesen, wenn ihr da so rumschreit. Horrendous old hag! How dare she? Hello there. Girls, ich versuche hier zu lesen, okay? Everything all right? Who does that woman think she is? Sometimes you just gotta humor her. Good morning, Arthur. When are we hunting another bear? Maybe not for a while. Might be for the best. Hello? Okay, wir versuchen es hier hinten nochmal. Wir wollten ja ein bisschen im Journal blättern, einfach um zu gucken, was wir da notiert haben. Das war jetzt Mary, ne? Ich habe Mary wieder gesehen. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal gelesen. Was Mary angeht, hoffe ich, dass ich mich nicht noch einmal nachmache. Naja, genau, das hatten wir tatsächlich. Mäuschen. Bin in so eine fürchterliche Stinkerei geraten. Bild hat angefangen. Das hatten wir auch schon. Trelawney hat erzählt, dass John in Blackwater nicht gestorben ist, und das hatten wir auch, glaube ich, schon gelesen. Ich kann hier heute nicht lesen. Die labern mich alle voll. Dutch. Sag mal. It is that or be a monkey. And right now I am picking us for angels, not monkeys. So you stay with me. You stay with us. Because things are gonna get tough, but we are gonna get. Puh, nee, das ist mir zu viel. Also, Dutch, Dutch hat offensichtlich viel Investment in so sehr dramatisierenden Reden. Das ist nicht so meins. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zu John. Reiten wir zu John rüber. Mika ist mir jetzt ein bisschen zu weit weg. Gehen wir für John. Also auch weit weg. Okay, dann gehen wir mal hier lang vielleicht. Genau, da haben wir hier noch ein paar Sachen, die wir vielleicht ein Bison... Bison, auch nicht schlecht. Ja, reiten wir mal ein bisschen nochmal durch die Wildnis, die wir jetzt noch nicht so kennen. Ja, gar nicht so eine schlechte Sache. Ja. Ich versuche am Anfang einer Folge immer so ein bisschen einen roten Plan zu haben, einen roten Faden zu haben. Also, roten Plan ist auch schön, ne? Also einen roten Faden zu haben, was ich gerne machen wollen würde. Und dann sagt das Spiel so, nö, du machst jetzt was ganz anderes, weil du jetzt irgendwie mir gerade begegnest. Das ist schon interessant. Achso, wir könnten nochmal... Upsi. Ja, komm her. Ah, schade. Ah, wir hätten doch schießen sollen, als wir es gekonnt haben, hätten haben können. So. Wir rüsten uns mal mit ein bisschen Waffen aus. Oh, Vorsicht bitte. Kleiner Hügel. Oh, was haben wir hier? Hier haben wir einen weißen Fleck. Weiße Flecke sind doch meistens... Sind das nicht meistens irgendwelche... Begegnungen? Ja, guck mal. Ich sag ja, ne, da spielt immer andere vor, Kleine mit uns. Nicht die Knochenlady? Because if they did, they can get lost. I have never been so insulted in all my life. Really? Laughed at.
balderdash. Are you quite certain you're not a spy? Those wretches will do anything to destroy me. My theories are correct, and I can prove it. Mm-hmm. I am the leading amateur paleontologist in the nation, and not one university will hire me because, unlike them, I actually have ideas. You're a what? I study dinosaurs. You know, big lizards. Are they real? Of course they're real, you nincompoop. And everywhere. Everywhere? This state was once a vast, shallow sea that had the most incredible animal that could walk, swim, and fly. Quite unique. I call it Totalosaurus. Just for now. I'm trying to gather all the evidence. Miss Deborah McGinnis. Arthur. Good to meet you. Could you give me a hand here, please? Of course. Yeah. Listen. If you find any of these bones around the country, send them to my homestead at Furwood Rise in Cumberland Forest. Or mail me the locations. I'll reward you handsomely for your efforts. Actually, I think I found some. Here. Excellent. I will go and investigate. And we'll be proving a lot of stuck-up buffoons very, very wrong. Which, trust me, is the very best thing about science. Good day to you, sir. Okay, Saurierknochen, 1 von 30 gefunden. Wow, quietschenden Reifen fährt sie davon. Also letzte Folge haben wir ja in dieser Ölmine, haben wir ja einen gefunden, einen Knochen. Und ich habe den so ganz selbstverständlich aufgehoben und jetzt fällt mir doch tatsächlich auf, dass wir die Dame noch gar nicht getroffen hatten. Ich glaube tatsächlich, das liegt daran, dass ich das mit dem anderen Spiel verwechselt habe. Ist da noch einer? Ne, es ist nur ein Gabelbock. Schade. Aber die jetzt da lang fährt, na super. Was ist das hier, ein Bison? Was heißt das hier? Das sind natürlich mehrere Bisons. Bisonze. Nicht zu verwechseln mit Beyoncé. Hallo, ich bräuchte noch einen Dreier. Du bist ein Zweier, du bist ein Zweier. Ich bräuchte noch einen... Kommen die auf mich zu und wollen sich rächen wegen irgendwas? Das wäre jetzt ungünstig. Da liegt ein totes Tier. Wer lässt denn so tote Tiere hier liegen? Das ist ja ganz schlimm. Ja, ich glaube, ich hatte das verwechselt tatsächlich. Und zwar wahrscheinlich mit Call of the Wild, The Angler. Da muss man nämlich auch mitunter Dinosaurierknochen jagen. Ja, aber es ist jagen, fangen halt. Ja. Das ist schon interessant tatsächlich. Habe ich das wohl verwechselt? Naja. Schade. So. Aber immerhin haben wir den Knochen ja schon eingesammelt. Aber ja. Nee. Das ist schon nicht die schlechteste Sache der Welt. Das ist auch ein schöner Ausblick hier, oder? Vielleicht mal ein Foto gemacht. Von diesem wunderschönen Ausblick. Ja. So, wir machen uns jetzt auf einen großen Raubzug. Ich überlege tatsächlich, ob wir da erstmal hinreiten und dann mal schauen, ob wir das denn wirklich heute noch durchführen. Vielleicht machen wir das auch nicht. Hey, Mister. Oh, es war eine Miss. Ich sag mal, die Zeit ist schon fortgeschritten. Wir haben schon eine halbe Stunde, dann müssen wir es wieder mittendrin aufhören. Das will ich halt eigentlich auch nicht. Na, mal schauen. Wir haben noch ein bisschen was vor uns an Strecke.
können eine gute Nachschubquelle sein. Gegnerische Bandenlager können eine gute Nachschubquelle sein. Bleibt mal hier stehen. Fährt. Wir müssen auch noch Dings machen. Lass uns mal gucken, wie viel das sind. 1, 2, 3. Hier ist Nummer 4. Ist da auch noch einer hinter? 2. O'Driscoll. Okay, wait. O'Driscoll means, auf jeden Fall werden wir jetzt mal noch angreifen. So, jetzt ist Plündern angesagt. Sehr gut. Starkes Pferdestimulanz. Naja, ich glaube, das brauchen wir nicht so sehr. Aber wir könnten mal irgendwas essen für mehr Platz im Inventory. Starkes Pferdestimulanz? Nee. Kleinwildfleisch. Kann zum Kochen benutzt werden. Kann zum Kochen benutzt werden. Kann alles zum Kochen benutzt werden. Das hier können wir mal essen. Excuse me. Da fällt mir ein. Wir wollten ja eigentlich alles mal reinigen. Einfach nur, weil wir es können, weil wir einfach so viele Waffenöle haben. Falls wir hier noch so ein Waffenöl finden. Ne, auch gar nicht eine schlechte Sache hier. Ja, wir sind halt relativ nah an der City hier auch. Gesalzenes, ach, gemahlener Kaffee, gesalzenes Rindfleisch, yummy, yummy. Die waschen gerade ihr Hemd in Blut. Okay. Im Grunde genommen brauchen wir das alles gerade gar nicht. Kautabak. Ausruhen. Will ich nicht, brauche ich nicht. Ach ja, du musst mir jetzt nicht auf Schritt und Tritt folgen. Es reicht, wenn du hier stehen bleibst, Hasemausi. Ja? Ja, ja, es reicht, wenn du da einen Moment lang stehen bleibst. Striegeln es mal, damit es weiß, dass wir es gesehen haben. Schön sauber machen. Ich mag diese Flecken da tatsächlich. Ist alles sehr hübsch. Alles sehr hübsch. Aufheben. Kopfbedeckung. Oh, wait. Kopfbedeckung? Ja, warum nicht? Der gefällt mir. Premium-Zigaretten. Das ist natürlich eine Nummer. Klassische Haferplätzchen fürs Pferd. Auch sehr wichtig. Dosen, Gemüse. Wir machen mal was. Und zwar, wenn wir das mal essen. Wir sind zwar relativ voll hier, aber ich habe ja mal in den im Menü gesehen, dass wir da als sehr schmächtig angesehen werden, ja. Weltmeisterbild, Bohnen, ja. Also wir sind ein bisschen unterernährt. Deswegen werden wir da einfach nochmal ein bisschen mehr essen, als wir müssten.
Driscoll mal looten. 1,58. Geht auch noch einer. Die kleinen Schnitzel, ey. Muss ich einfach mal hier eine plündern. Haben sie einfach hier mal eine Dings gemacht. Kleines Lager mit einem kleinen Tisch und so weiter. Hier, da können wir nämlich doch nochmal hier das... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Was machst du denn da? Ach Gott. So. Gewehrmunition nehmen, genau. Ich wollte aber eigentlich die... den O'Driscoll nicht aufheben, sondern das, was da liegt. Genau, das Waffenöl. Untersuchen. Munitionskiste. Mhm. Sehr gut. Naja, ich sag mal so, ne? Da kommen wir natürlich unserem Plan ein bisschen näher. Pomade. Mhm. Ja, den Plan ein bisschen näher, dass wir noch gar nicht den Überfall machen. Machen wir den in der nächsten Folge quasi. Hey, hey, hey. Die Geier, ey. Ich glaub's ja nicht. Willst du den vergraben? Hm? Rocky. So, haben wir jetzt hier alles? Ich würde sagen, ja, ne? Aber wir können natürlich... Uiuiui. Steuerung ist manchmal echt on point. Aber die meiste Zeit nicht so. Gemahlener Kaffee. Vielleicht hier in der Kutsche nochmal gucken, ob wir da noch was looten können. Nee. Und hier hinten. Premium-Zigaretten. Ja, wir rauchen halt nicht, ne? Affenmorgen raucht nicht. Das ist ein Problem für diese Zeit. Ja, ich würde sagen, haben wir mal im Banditenlager ausgeschaltet. Ja. Wo müssen wir denn überhaupt nochmal hin? Wir müssen doch nach... Ne, da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen hier hin. So. Genau. Howdy. Howdy, Mister. Mister, Mister. Too many folks about. Ja, ruhig ein bisschen querfeldein, finde ich mal eine gute Sache. Ja. Das Lagerfeuer brennt auch nicht mehr, hervorragend. Ja, nächste Folge machen wir dann hier den Überfall mit dem Öl. Mal gucken, was sich John da so überlegt hat. Ich traue mir ja nicht so richtig, muss ich sagen. Weil, den haben wir ja ganz am Anfang gerettet, der erinnert euch, im Schnee hatten wir ihn gerettet. Und jetzt ist er vielleicht nicht ganz zurechnungsfähig. Da muss man halt manchmal gucken, was er sich so ausgedacht hat. Gut, meine Damen und Herren, ich reite jetzt hier noch in den Sonnenuntergang. Und wir sehen uns nächste Folge wieder zu einer lustigen Folge Red Dead Redemption 2 mit Arthur Morgan und uns als Zuschauer oder als Wegbegleiter. Wow, bis dann.